Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Tickle, dem Let's Play von Tickle Me Now. Return of the Battlecast ist raus, das neue DLC zu Rocket League. Und das wollen wir uns heute mal ein bisschen angucken. Ja, ich habe es ja selber gerade eben erst geguckt, habe da jetzt gerade einmal drüber geschaut. Und ja, ich werde euch jetzt mal zeigen, was es so mit sich bringt. So. Einmal bekommen wir wieder zwei Karosserien. Wie auch vorher schon in Supersonic Fury bekommen wir hier wieder zwei Karosserien. Allerdings sehen die deutlich anders aus. Einmal hier den Scarab, welchen ich irgendwie cool finde. Also er sieht total freakig aus und richtig verrückt mit seinen Upper Pipes hier. Finde ich persönlich ziemlich cool. Und da bei ihm fangen wir jetzt auch mal eben an. Damit verbunden sind nämlich auch wieder neue Aufklebersätze. Zum Beispiel Bomani. Was eben aus Wolken und so ein bisschen Geschnörkel besteht. Ich persönlich finde es jetzt so auf den ersten oder zweiten Eindruck nicht schlecht. Aber auch nicht. Also es haut mich jetzt auch nicht vom Hocker. So. Dann haben wir noch Derby Girl. Was ich ziemlich... Was mich wirklich so Japanese-Style erinnert. So irgendwie mit den Sternen vorne, die Rollschuhe. Das finde ich schon recht trashig. Was ich dann wiederum richtig komisch finde, ist der Totenkopf auf dem Dach. So ein... Ja, wenn man die Zähne mal genau anguckt, dann muss das ja wohl irgendwie so ein dämonischer Totenkopf sein, der irgendwie Zöpfe hat oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hinten dann noch so Balken und so ein bisschen Linienführung. Total wir. Das, also diesen Aufkleber, diese Lackierung werde ich garantiert nicht auf meinen Wagen hauen. Ganz bestimmt nicht. Ja, Flammen kennen wir dann ja schon aus ja, von den anderen Autos schon, war ja schon bei den ersten Wagen dabei. Dann Herzen. Von dem Aufkleberset habe ich ehrlich gesagt mehr erwartet. Also ich hätte eigentlich gedacht, dass es wirklich ist, wie auf dem Kärtchen jetzt hier an der Seite, dass man eben dann alles voller Herzchen hat. Das hätte ich, glaube ich, sogar recht ziemlich witzig gefunden. Gerade wenn es dann eben ums rote Team geht, wo du das dann einfach pink machen kannst oder was weiß ich was. Oder auch blauen Kombination mit pink. Hätte ich da, glaube ich, ganz lustig gefunden. Aber naja, so auch absolut nicht mein Favorite. Dann Tiger, was ich eigentlich wieder recht cool finde. Da das Tigermuster jetzt nicht übertrieben ist. Es passt meiner Meinung nach eigentlich wohl zum Fahrzeug. Also es ist jetzt irgendwie nicht schlecht. Es haut mich auch nicht vom Hocker, aber ich, das würde ich, glaube ich, schon am ehesten nehmen. Nicht zu fein. Ja. Soweit eigentlich ganz schick. Und hier einmal das Tribal Aufkleberset. Sieht wieder ziemlich verrückt aus, wie ich finde. Aber ich muss sagen, obwohl ich ja eigentlich gar nichts mit Tribals über habe, muss ich sagen, dass ich das hier eigentlich sogar ziemlich gut finde, weil es einfach nicht so voll geklatscht ist mit Tribals. Weil es einfach so, ja, es wirkt einfach wie eine angenehme Kombination aus verschiedenen Formen. Ja. Also finde ich soweit ganz cool. Ich wähle jetzt mal den Tiger und dann gehen wir weiter zu den Lackierungen. Da ist nämlich auch was Neues gekommen und zwar werde ich euch das hier direkt zeigen. Wir sehen hier nämlich jetzt die Lackierung Cartoon Holz. Ja, mega am Spiegeln das Teil und ich glaube,
Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich kann mir mal eben das andere Holz angucken. Ist die Maserung stärker geworden? Ich weiß nicht. Bin ich mir jetzt gerade gar nicht so ganz sicher. Dazu kommt dann noch eben Cartoon Glanz. Und wie sollte es auch anders sein? Cartoon Matt. Was ich eigentlich alles gar nicht mal so schlecht finde. Kann man machen. So. Was mache ich ist denn jetzt, wenn ich hier jetzt Cartoon Holz verwende? Okay, so machen wir das doch jetzt mal. So, dann Reifen. Es sind zwei neue Reifen dazu gekommen. Das ist einmal hier direkt der Scarab. Einfache Vierspeichenfelge. Ja, finde ich eigentlich ganz cool. Nichts großartig Außergewöhnliches, aber es sieht gut aus. Es ist einfach eine schöne Felge, wie ich jetzt sehe. Und ein bisschen verrückter, passend zum Namen des anderen Fahrzeugs, Zippy. Ja, hier sieht man es jetzt gerade gar nicht so richtig. Dementsprechend. Ja, so sieht man es, glaube ich, ein bisschen. Also wir haben quasi unten zwei dicke Speichen. Oder sind das... Ach, ich sehe es gar nicht richtig. Ja, also unten müssten wir eigentlich zwei dicke Speichen haben und oben dann eine, die sich auf der Hälfte etwa dann eben in zwei Speichen teilt. Also das sehen wir ja eigentlich recht gut. Und dann eben mit dem Rot. Wow. Schick. Auch wieder. Naja. Dezent würde ich vielleicht nicht unbedingt sagen, aber es ist jetzt auch nicht so der übelste Eyecatcher, wenn man mal zu Sonic Syndicate. Sonic Syndicate? Ach. Super Sonic Fury. Dem DLC davor zurückdenkt, wo wir eben diese Felgen hatten. Also die Spinner-Felgen. Ja. Dementsprechend ist das hier schon alles wirklich ein bisschen dezenter. Wir haben neue Raketenspuren und da finde ich das die eine sehr geil und die andere finde ich auch cool. Die finde ich erstmal cool, die Battlestars. Uns fliegen Sterne aus dem Arsch. Ist das cool oder ist das cool? Und jetzt was für mich. Accelerator. Finde ich richtig geil. So ein schönes Metal-Riff. Schön ein bisschen Gitarre, Musik auf die Ohren. Die Farben dabei total abgedreht. Finde ich echt total verrückt. Okay. Genug davon, gehen wir weiter zu den Draufsätzen. Denn auch da sind jetzt neue gekommen. Und zwar einmal der Edelmann, der mich hier so ein bisschen an den Leder-Piratenhut erinnert. Allerdings, Piraten tragen ja für gewöhnlich keine Feder. Ne? Dann die Haiflosse. Oh, das wäre doch schon was. Wir haben hier jetzt gerade drei Tiere miteinander kombiniert. Ein Skarabäuskäfer, ein Hai und ein Tiger. Mann, Mann, Mann. Kann ja was werden. Dann die Lokomotive, wo uns tatsächlich eine Lokomotive um unsere Lokomotivführermütze fährt. Total krank. Wie kommt man auf solche Ideen? Und für alle Retro-Gaming-Liebhaber eine Pixel-Sonnenbrille. Nur leider kommt ja, ist sie halt nur ein Dachaufsatz und ich hätte es noch richtig ge cool gefunden, wenn die dann irgendwie vorne vor die Scheinwerfer oder einfach vor die Windschutzscheibe oder so kommen würde. Und was auch noch neu ist, wir haben neue Dachaufsätze. Mit diesem DLC haben wir auch neue Dachaufsätze. Und zwar einmal den Retroball Urban. Ja, also das ganze DLC richtet sich ja eben nach dem Vorgänger. Dann haben wir hier noch ein Retro Ball Utopia. Und war es das oder haben wir hier noch mehr?
Nein, und das war's. So, so viel zum Scarab. Wollen wir uns doch nochmal eben kurz den Zippy angucken, welchen ich optisch eigentlich ziemlich cool finde. So, er sieht ein bisschen sportlich aus, gerade mit seinen Sidepipes. Und ja, irgendwie, ich finde ihn süß. Frag mich bitte nicht warum, es ist einfach so. Und da haben wir dann einmal abgebrüht. Finde ich ziemlich cool. Ich würde jetzt so auf Anhieb sagen, das erinnert mich so ein bisschen an so ein Tiki-Muster. Finde ich eigentlich recht cool. Ja, das gefällt mir. Dann Kabuki. So ein ähnliches haben wir ja schon bei dem Takumi vom vorherigen DLC. Allerdings sieht es hier ja nochmal ganz anders aus. Das widerspricht sich, glaube ich, gerade, was ich gesagt habe. Egal, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Finde ich auch echt cool. Gerade auch so mit dem kleinen Detail hier auf dem Dachspoiler. Nicht schlecht. Ja, Flammen kennen wir. Brauche ich, glaube ich, nichts zu sagen. Auch hier haben wir Herzen. Und dieses Herzmuster finde ich deutlich cooler als das, was wir gerade auf dem Scarab gesehen haben. Und ein Leopardmuster. Ich werde das gleich mal auswählen, glaube ich. Ach, Leopard und Tiger sogar. Ja, cool. Also ich muss sagen, für sowas bin ich eigentlich immer zu haben. Finde ich sehr cool. Was ich allerdings bemängeln muss, ist meiner Meinung nach, dass sich das Muster eben nur bis zur Hälfte des Autos erstreckt. Und danach ist irgendwie Ende. Genauso beim Tiger. Guckt euch das mal an. Hier hinten, da fehlt doch noch was. Was ist da passiert? Da hätte man doch noch was hinmachen können. Naja, egal. Ich nehme jetzt Leopard. Tiger hatten wir gerade schon. Und das kann dann zum Beispiel so aussehen. Finde ich cool. Und ansonsten, ja, ich glaube, ihr habt es alle gesehen. Wir dürften jetzt, glaube ich, alles haben. Und ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Schreibt doch mal euren Eindruck davon in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, liked das Video natürlich. Und abonniert auch gerne unseren Kanal. Die Links zu unserem Twitch-Kanal und unserer Facebook-Seite findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Und ich hoffe, dass wir uns dann beim nächsten Mal wieder sehen. Es wird nämlich noch, wenn, so wie ich gehört habe, ein Zurück in die Zukunft-Update geben. Was war das? Ich glaube, 25.10.2015. Also an dem Tag, zu dem die in Zurück in die Zukunft 2 gereist sind, da wird es noch ein Update geben, wenn ich das richtig gehört habe, und ich hoffe, es wird kostenlos sein. Dieses hier kostet übrigens 3,99 € und ist ganz normal im PlayStation Store zu erwerben. Und ja, dann sag ich mal bis zum nächsten Mal. Ich hoffe eben, dass es schon mit dem Zurück in die Zukunft Update sein wird. Bis dann. Ciao.